Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch die beste Methode zeigen, wie ihr Waffentarnungen freischalten könnt bei Vanguard Zombies. Wie ihr wisst, ist das ja keine rundenbasierte Map mehr, beziehungsweise überspringt man ja die Runden, indem man die Ziele abschließt. Und hier gibt es zwei Ziele, bei denen man das super easy machen kann. Und diese zeige ich euch jetzt. Das allererste Ziel, was ihr dabei machen könnt, ist hier übermitteln. Und wenn ihr hier reingeht, dann spawnt ja diese kleine Kugel, die ihr eskortieren müsst. Und wenn ihr jetzt von der Kugel einfach ein bisschen weiter weg geht, dann bleibt die Kugel stehen und die Zombies spawnen die ganze Zeit durchgehend weiter. Und jetzt könnt ihr einfach hier chillen, Leute, immer wieder die Zombies, die spawnen, töten, auf Headshots gehen oder was auch immer ihr machen wollt. Ein kleiner Tipp, je weiter ihr die Kugel transportiert, umso mehr Zombies spawnen. Also ihr könnt quasi so fast bis zum Ende die Kugel eskortieren und danach einfach weglaufen, dann spawnen die Zombies auch schneller. Kommen wir nun zur zweiten Mission und zwar ist es die Erntenmission. Geht einfach in diese Mission rein und wenn ihr in der Mission da seid, dann ist ja dieses Ding hier, wo ihr dann die Runen platzieren müsst. Also wenn ihr Zombies tötet, dann spawnen diese roten Runen. 5 Stück müsst ihr dann da rein platzieren, damit das dann weitergeht. Also dreimal müsst ihr das dann machen. Aber Leute, wenn ihr diese Runen nun nicht platziert, dann hören die Zombies auch hier nicht auf zu spawnen und ihr könnt hier easy auf Tarnungen gehen. Also Leute, ich würde euch hier auch nochmal empfehlen, spielt bis zu Phase 3, also füllt den Sündenfresser zweimal und wenn ihr bei Phase 3 seid, dann könnt ihr wieder chillen und auf Tarnungen gehen, weil dann spawnen die Zombies etwas schneller und da spawnen ein paar mehr. Je höher die Runde, umso effektiver, also umso mehr Zombies kommen, aber dementsprechend sollten auch eure Waffen und Perks dann besser ausgerüstet sein. So Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da, Leute. Aktiviert die Glocke, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten war's das mit dem Video. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.